Und seit ich öffentlich über Heilung und die Arbeit mit Nicht-Indigenen gesprochen habe, bin ich auch an die Öffentlichkeit getreten und habe über die Prophezeiungen der Hopi gesprochen und die Verbindung mit Mutter Erde. Und dies ist auch etwas, was früher nur die Männer machten. Es ist also ein Tabu, was ich tue und dass ich als Frau hervorgetreten bin. Ich werde von meinem Stamm als Außenseiterin betrachtet, weil ich mich nicht an die Tradition halte. Und doch ehre und respektiere ich diese Tradition für mich selbst. Du bist einfach deinem Herzen, deiner Intuition gefolgt. Und ganz ehrlich glaube ich, ich habe dir erzählt, dass ich mich als Brücke betrachte. Denn ich habe von den Traditionen der Maya gelernt, doch ich arbeite damit auf andere Weise, weil ich spüre, dass die Menschen in Europa andere Worte brauchen. Größtenteils verstehen sie diese uralten Wörter nicht. Sie brauchen andere Worte. Und ich verstehe das, weil ich in dieser westlichen Welt aufgewachsen bin. Und so glaube ich, dass wir diese Brücken brauchen, um diese uralten oder traditionellen Welten mit der modernen Welt zu verbinden, weil die moderne Welt geheilt werden muss. Absolut. Diese indigenen Lehren gehören keiner Kultur allein. Sie sind einfach indigen. Diese indigenen Techniken gehen einfach bis zum Anfang der Zeit der Menschheit zurück, als wir keine Etiketten dafür benötigten, wer wir sind, und wir einfach den Zyklen der Natur folgten. Wir folgten den Zyklen des Pflanzenwachstums, dem Wachstum der Tiere. Und wir werden gerufen, dies wieder zu tun. Aber wir haben auch die großen Glaubenssysteme, die davon erzählen, was unsere Kultur und Gesellschaft kundgetan hat, die uns trennen. Und was heute geschieht, ist, dass wir diese Glaubenssysteme durchbrechen. Wir folgen unserem Herzen und wir treten ein in eine Welt, die das Wissen besaß. Und es gibt viele Führungspersönlichkeiten, die Heilerinnen sind wie wir, die hervortreten und die zum ersten Mal aktiv werden und versuchen, die Welt zu verändern. Und viele Menschen werden von den indigenen Lebensweisen angezogen. Und ich sage den Menschen, es ist nicht so, dass ihr von einer bestimmten Kultur oder Stamm angezogen werdet. Es ist einfach ein Portal, welches diese numerische Zeitperiode aufschließt, um zu verstehen, wie die Welt damals für die Menschheit funktioniert hat. Und wie man ganz einfach hier sein kann. Und wie man sehr konservativ mit unserer Zeit und unserer Energie umgehen und alles verlangsamen kann. Und ich sage zu den Leuten, es gibt so etwas wie eine Prophezeiung der Hopi, welche besagt, dass Nicht-Indigene anwesend sein werden, um Mutter Erde zu helfen. Und ich sage ebenso zu den Leuten, es sind unsere Ahnen, die in unterschiedlichen Körperformen zu uns zurückkommen, die nicht wie die amerikanischen Ureinwohner aussehen. Doch diese Menschen haben eine tiefe Verbindung zu Orten der amerikanischen Ureinwohner oder Orten der Indigenen von überall auf der Welt. Ihre Seele verbindet sie mit den Orten, an welchen sie noch nie zuvor gewesen sind. Doch im Moment, in dem sie den Ort betreten oder eine Fotografie sehen oder ein Lied hören, öffnet sich ihr Herz und ihre Seele und es ist, als ob sie sich erinnern, wer sie sind. Doch die Gesellschaft verteilt dann diese Etiketten und verunsichert uns, dass wir denken, weil wir nicht zu den amerikanischen Ureinwohnern gehören, dass wir diese indigenen Techniken nicht praktizieren dürfen. Und da ich nicht aus dieser Kultur stamme, möchte ich nicht respektlos sein. Und so unterdrücken wir es und es verursacht Gesundheitsprobleme in unserem eigenen Körper, indem wir uns selbst gegenüber nicht wahrhaftig und authentisch sind. Ja, das ist sehr schön. Und du hast vorher erwähnt, dass du auch über die Prophezeiungen sprichst. Und vielleicht kannst du ein bisschen aus diesen Prophezeiungen für die jetzige Zeit mit uns teilen und was geschehen wird. Die Prophezeiungen finden gerade jetzt statt und es gibt den Prophezeiungsfelsen in Orayba, Arizona und man kann ihn bis heute noch sehen. Der Prophezeiungsfelsen zeigt uns in Stein gemeißelte Petroglyphen. Es zeigt in Stein gemeißelte Bilder unserer Vorfahren, die Geschichten erzählen, was in der Zukunft geschehen wird.
In unserer Kultur der Hopi versuchen wir nicht, eine Zeitperiode einzuschätzen. Wir sehen Prophezeiungen als eine Zeit an, die mit Bewusstsein zu tun hat. Und jede Prophezeiung, die geschieht, bringt uns näher an diejenige Zeit heran, in welche bestimmte Dinge geschehen sollen. Wir halten unsere Augen also immer offen, um wahrzunehmen, was als nächstes geschehen wird. Wir wissen es aber noch nicht genau und wir versuchen auch nicht zu befehlen, dies ist das Jahr, wo es so und so geschehen wird. Wir können nur sagen, es gibt etwas, das gerade um die Ecke gekommen ist, weil dies gerade geschieht. Und was die Pandemie angeht, die gerade geschehen ist, hat sie Menschen dazu gezwungen, zwischen zwei Wegen zu wählen. Und auf diesen in den Felsen gemeißelten Petroglyphen gibt es zwei Wege. Einer ganz unten spricht darüber, dass wenn wir uns an die traditionellen Techniken wenden, wir in Verbindung mit Mutter Erde sind und in einem gemeinsamen Zusammenhalt und ihren Zyklen und wir leben unser Leben im Einklang mit den Zyklen und wir ehren unser Herz und wir ehren unsere Wahrheit und wir gehen auf eine heilige Art durchs Leben, was bedeutet, dass wir alle Lebewesen, alle menschlichen Wesen, alle Pflanzenlebewesen und alle Tiere respektieren. Und wenn wir dies tun und auf diesen feinen Grad wandern, werden wir am Ende uns in die neue Welt hineinbeugen. Die neue Welt wird da sein. Doch in dieser Zeitperiode gibt es auch noch einen anderen Weg, der Weg zweier Herzen genannt. Was bedeutet, dass wir das Bewusstsein dieses einen Weges haben, doch wir werden auch einen anderen Fuß auf einem anderen Weg haben, was die Schöpfung der Gesellschaft beinhaltet, was dazu führt, dass wir abgelenkt werden und materialistisch sind und ganz hart arbeiten, nur um zu arbeiten, anstatt das Leben zu genießen und die Kameradschaft anderer Menschen zu schätzen. Wenn wir nicht langsamer werden, dann bewegen wir uns einfach, aber leben nicht wirklich. Und dies wird unsere Seele und unseren Geist in unserem Inneren unruhig machen. Und es wird auch eine Schwingung auf dem Planeten erschaffen aus dieser niedrigeren Energie, welche aus dem Gleichgewicht sein wird. Doch wenn Menschen auf diesen anderen Weg gehen, dann wird es die Erde mehr ins Gleichgewicht bringen. Denn wir sind so eingestimmt auf die Erde. Ob wir das glauben oder nicht, wir sind es. Auch wenn du es nicht erkennen kannst, weil unsere natürlichen Körperzyklen auf sie abgestimmt sind. Als die Pandemie sich ereignete, gingen alle in den Überlebensmodus. Auch wenn wir zu uns selbst immer wieder sagten, es geht mir gut. Unser Körper kann das Gefühl, dass wir hochsensibel sind, nicht negieren. Dass wir diese extreme Angst spüren, welche uns durchdringt. Und unsere Körper ernähren sich davon. Und dann merkst du als nächstes, dass du dich gestresst fühlst. Der Körper fühlt sich gestresst. Jetzt wahrscheinlich, nach diesen letzten paar Jahren, werden wir Zeichen von neurologisch-kardiovaskulären Symptomen sehen, weil wir unseren Organen so viel Stress zugemutet haben durch diese Hyperwachsamkeit, um zu überleben. Und dies ist genau das, worüber sie gesprochen haben. Dass diese Menschen es nicht in die nächste Welt schaffen werden, weil wir unseren Körpern so viel Schaden zugefügt haben, da unser Geist nicht im Gleichgewicht war, unsere Gefühle nicht im Gleichgewicht waren und wir keinen Frieden in unserer Seele gefunden haben, obwohl die Außenwelt uns etwas anderes sagt. Aufzustehen und sich klar auszudrücken, Dinge werden zerstört, bevor etwas Neues am gleichen Ort wachsen kann. Also, wie du sagst, gibt es zwei Wege, die wir gehen können. Und ist es unsere Wahl, ob wir den einen oder den anderen Weg wählen? Ja. Der größte Teil von uns allen geht am Anfang einen Weg mit den zwei Herzen. Und wenn wir unseren Weg finden, gelingt es uns, den Weg des einen Herzens zu gehen. Doch es ist immer unsere Wahl. Es ist also wirklich wichtig, dass ich zu vielen Leuten sage, finde Gleichgesinnte wie dich,
Denn es ist so schwierig, den Weg des einen Herzens zu gehen, wenn du niemanden hast, der mit dir unterwegs ist. Vielleicht habt ihr verschiedene Meinungen zu verschiedenen Dingen, doch es gibt eine Ähnlichkeit in der Freundschaft, wenn du einen Weg mit jemand anderem gehst, anstatt den Weg mit Menschen zu gehen, die nicht daran glauben oder die ihren Glauben verloren haben und du von Menschen umgeben bist, die mit dieser Angst unterwegs sind und die ihre Entscheidungen und Wahlmöglichkeiten auf Angst basierend machen. Und die nicht ihren Leidenschaften und ihrem Traum folgen wollen, weil ihr Traum für sie nicht genug Geld generiert und den Lebensstil ermöglicht, an den sie sich gewöhnt haben oder in Beziehungen sind, wo sie unglücklich sind, doch sie bleiben, weil sie diese Familienwerte ihren Kindern weitergeben wollen. Die Menschen, wir werden nun alle zu hochintelligenten Wesen und unsere Intuition als Wesen wird ebenfalls stärker. Und es wird eine Zeit kommen, wo wir unsere Wahrheit nicht mehr verleugnen können. Die Wahrheit wird immer ans Licht kommen und wir können es als Wesen spüren. Du sagst, wir kommen in diese neue Welt. Zuerst müssen wir diese Entscheidung fällen. Doch dann, bevor das Neue kommen kann, muss immer das Alte zerstört werden. Und wenn wir mit offenen Augen in die Welt schauen, sehen wir ganz viele Systeme, die nicht gut sind, wo viele Menschen leiden. Brauchen wir es wirklich? Braucht die ganze Welt es wirklich, dass die ganze Welt zerstört wird? Und werden wir in diese Natur zurückgehen, wie wir das vorher gemacht haben? Auf eine Art werden gewisse Orte von der Natur selbst zerstört werden. Es wird in der Zukunft Naturkatastrophen geben. Dies ist in den Prophezeiungen beschrieben, welche gewisse Orte zerstören werden. Wir werden gewisse Macht und gewisse Art zu leben verlieren, an die wir uns gewöhnt haben, aufgrund der Intervention durch die Natur. Und Dinge werden sich verändern. Doch als Individuen haben wir alle die Wahl. Und wenn wir die Absicht haben, in der Zukunft einen wichtigen Beitrag zu leisten in der Welt und wir uns entscheiden, diesen Weg nicht zu gehen, dann wird das Universum zu uns kommen und alles erschaffen. Und wenn du eine Arbeit machst, die dich erfüllt, indem sie nicht deinen Lebenssinn oder deine Leidenschaft unterdrückt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du wegen etwas die Kündigung erhältst. Vielleicht denkst du, dass es schrecklich ist. Doch es eröffnet dir die Möglichkeit, in die Richtung zu gehen, in die du gehen sollst. Oder wenn du dich nicht aus der Beziehung löst, die ungesund ist, wirst du vielleicht verlassen. Und dieses Gefühl der Zerstörung ist in dir selbst. Und ich sehe dies sehr oft bei Familienwerten, konforme religiöse Strukturen, auf welche eine Familie aufgebaut ist. Das Kind jedoch aus dieser Familie entwickelt sich, ist höchst intuitiv und hat diese großartige Vision, wird von der Familie zurückgehalten oder lächerlich gemacht, von ganz viel Negativität umgeben und vielleicht zum Schluss den getrennten Weg gehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt und hinausgehen und eine Familie gründen. Heutzutage gründen viele Menschen eine Familie, gemeinsam mit gleichgesinnten Seelen. Sie werden Seelenfamilien genannt, die einander beistehen, um sich über die Zeit hinweg weiterzuentwickeln. Doch gibt es Zerstörung, die geschehen wird? Absolut, an gewissen Orten dieser Welt. Irgendeine Form von irdischer Zerstörung, damit wir als Menschen Mitgefühl für die Menschheit empfinden können. Damit wir ihnen Hilfe anbieten und sie unterstützen können. Und es dreht sich alles darum, ob wir uns wirklich um unsere Gemeinschaft, in der wir leben, kümmern.